Hallo meine Lieben, wie geht's euch? So, Gitarre gestimmt. So, ich begrüße euch heute ganz, ganz herzlich zu meinem persönlichen Zuhause-Konzert hier aus meiner kleinen Stube, aus meiner Sofa-Ecke. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und ich wollte euch ganz kurz zu Beginn des Konzerts kurz erklären, wie das Ganze hier abläuft. Ich mache das so, ich habe heute 3 Songs für euch mitgebracht und die werde ich spielen. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr sehr gerne in den Kommentaren ganz fleißig applaudieren und dann gibt es vielleicht noch eine Zugabe und am Schluss können wir noch ein bisschen talken. Und ich will jetzt nicht lang reden, es geht um die Musik und mein erster Song für euch ist, einer meiner Songs, die ich liebe zu performen. Zum allerersten Mal heute auf der Gitarre. Hier ist für euch dieser Beat. Das mit uns wird was Großes. Ich hab's von Anfang an gespürt, dass in meinem Herzen was los ist und ich ein Herzburnout riskiere. Du zündest alle Sterne an. Du schießt mich in die Umlaufbahn. Und wieder dieser Beat in meinem Herzen, yeah. Und wieder dieses Lied, das uns durch die Umlaufbahn schießt. Und wieder dieser Beat in meinem Herzen. Fliegen. Ihr dürft auch ganz herzlich in den Kommentaren mit Klatsch-Emojis mitklatschen. Sei ein Partys. Das mit uns, das geht tiefer. Das geht mir tief unter die Haut. Schockverliebt wie im Fieber. Hast mir mein Herz einfach geklaut. Ja, alles ist total perfekt. Ich hab im Himmel eingecheckt. Und wieder dieser Beat in meinem Herzen. Und wieder dieses Lied, das uns durch die Unabhängigkeit schießt. Und wieder dieser Beat in meinem Herzen, yeah. Und wieder dieses verlieben. Kannst du mein Herz gleich spüren? Es ist die Fliege. Gebt mir mal alle eure Hände. Jetzt für den letzten Refrain rasten wir so richtig aus. 1, 2, 3, 4. In den Kommentaren. Und wieder dieser Beat in meinem Herzen. Und wieder dieses Lied, durch die Unabhängigkeit schießt. Ich habe das Gefühl, mich zu verlieben. Kannst du meinen Herzschlag spüren? Es ist wie Fliegen. Dieser Beat für euch. Vielen, vielen Dank. Ich mache direkt weiter mit meinem nächsten Lied. Die allererste eigene Single von mir. Hier ist für euch mein Rückenwind. Danke, dass ihr dabei seid und eingeschaltet habt. Airport, morgen kam nach einer kurzen Nacht. Check in, bin viel zu spät. Ich bin noch nicht mal richtig wach. Dann denk ich an dich und ich spür diese Kraft
die mich fortbewegt, durch die Menge trägt. Einmal hab ich Rückenwind, ich fühle mich so beflügelt, weil ich glücklich bin. Deine Liebe ist mein riesengroßer Hauptgewinn. Ich seh dein Gesicht und ich weiß, du bist mein Rückenwind. Mein Rückenwind, oh wow, now. Und Liebe kann so verrückt und so magisch sein. Führt uns an jedes Ziel, macht uns groß und die Sorgen so klein. Gestern stand ich allein vor einem riesigen Berg. Heute bist du hier und kann es spüren. Macht in den Kommentaren mal ein bisschen Stimmung. Und auf einmal hab ich Rückenwind. Ich fühle mich so beflügelt, weil ich glücklich bin. Deine Liebe ist mein riesengroßer Hauptgewinn. Ich seh dein Gesicht und ich weiß, du bist mein Rückenwind. Mein Rückenwind, oh wow. Vielen, vielen Dank auch an alle Neueingestiegenen. Der Rückenwind. Ich habe jetzt als nächsten offiziellen Track noch einen letzten für euch. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst mal ein Like da, kommentiert auch gern. Und wenn ihr laut genug kommentiert und ich das bis da hinten höre, dann gibt es vielleicht noch einen neuen. Und ich habe euch jetzt was ganz Spezielles mitgebracht. Und zwar einen Song auf meinem Piano, den ich euch gern vorspielen würde. Und ich hoffe, ihr seht mich. Ich teste das ganz kurz mal. So. Ah ja, ein bisschen Werbung muss sein. Komme ich nachher noch drauf zu sprechen, aber das muss jetzt erst weichen von meinem Piano. Hier ist für euch, du bist wunderbar. Danke, dass ihr dabei seid. Kommentiert fleißig mit. Ich lass das Leben, wie es ist, wenn du einverstanden bist. Damit bin ich nicht allein. Wenn man sich nur zu allem zwängt und zu meiner Erkennung ringt, wird es auch nicht besser sein. So wie mich deine Augen sehen, weiß ich, dass sie mich verstehen. Das hat mich fasziniert. Von allen Fragen dieser Welt hab ich eine mir gestellt. Es war mit mir passiert. Du bist wunderbar. Du bist alles, wie es sein wird. Und so lange wie ich bin und wie ich kann, stell ich für dich alles andere hinten an. Ich lass nicht zu, dass dir was fehlt. Und wenn dich etwas quält, bin ich ein Teil von dir. Auch wenn wir stumm am Fenster stehen und in die Ferne sehen, was ich, du bist.
findet, wie es ist und wie es war. Und solange wie ich bin und wie ich kann, stell ich für dich alles andere hinten an. Du bist wunderbar. Du bist alles, wie es sein wird, wie es ist und wie es war. Und solange wie ich bin und wie ich kann, stell ich für dich alles andere, für dich alles andere, stell ich für dich alles andere. Du bist wunderbar. Vielen, vielen Dank. So. Ich komme mal wieder zu euch. Wenn ja, ich würde mich riesig über ein Like hier auf diesen Beitrag freuen. Zeigt die Herzchen und kommentiert mal, ob ihr noch einen wollt. Ich hätte per Zufall, ich meine, Gitarren habe ich hier ein paar. Auch da nochmal einstecken. Vielen, vielen Dank. Jetzt schon mal. Merci. Und zum Abschluss, als letzten Song für mein kleines heutiges Konzert, habe ich mein neues Single, Über uns die Sonne. Und der Song ist wirklich seit 5 Wochen in Folge auf Platz 1 von den Radio-Schlager-Charts. Ich bin einfach nur unfassbar dankbar. Hier ist er für euch. Ich wünsche ganz viel Spaß. Singt mit, klatscht mit den Klatsch-Emojis ganz, ganz, ganz laut und ganz viel mit in den Kommentaren. Ich brauche euch. Spammt die Kommentare zu, so viel ihr könnt. Nur so kriegen wir richtig Stimmung rein. Wo sind die Hände? Wohnzimmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich will die Hände in den Kommentaren sehen. Wir müssen uns ja irgendwie zu helfen wissen. Zwei Astronauten, die Welt war zu klein. Das Raumschiff Ewigkeit war startbereit und zu jeder Zeit. Schön im Takt klatschen, auch in den Kommentaren. Wir waren Traumpiloten der Kurs Unendlichkeit. Waren wir schwerelos, zu allem bereit. Ihr macht super mit, weiter so. Zu jeder Zeit. Wir hatten einen Traum, wir allein durch Zeit und Raum. Einmal Himmel und zurück, total verrückt. Rechtes und linkes Klatsch-Emoji. Über uns die Sonne, yeah! Unter uns der Mond. Wir surfen auf den Wolken, die Sonne hält uns warm. Im Milchstraßencafé, du liegst in meinem Arm. Ich halt dich warm. Und wir ziehen um die Sterne, wir treiben mit dem Wind. Der Weg ist unser Ziel, sind voll Liebe blind. Die Reise beginnt.
Wir hatten einen Traum. Wie allein durch Zeit und Raum. Einmal Himmel und zurück. Total verrückt. Über uns die Sonne. Unter uns der Mond. Wir surfen die Galaxie. Mit Wolken der Wund. Yeah. Über uns die Sterne. Und unter uns das Meer. Letztes Mal alle Hände in allen Haushalten, in allen Wohnzimmern, im Bett, auf dem Klo, unter der Dusche, wo auch immer ihr gerade diesen Livestream guckt. Alle Hände in den Kommentaren doch. Okay, seid ihr bereit? Zeiten, den Träumen hinterher, yeah, über uns die Sonne. Super, yeah, vielen, vielen Dank, Leute. Das war's von meinem musikalischen Teil für heute. Jetzt haben wir aber noch Zeit, um ein bisschen zu reden, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ihr habt so viele, ich sehe jetzt schon, wir haben schon 1000 Kommentare jetzt, das ist unfassbar. Ich werde meine Gitarre, die liebe Ingeborg, jetzt mal auf die Seite legen. Ich lege das mal dezent hier hin, darauf komme ich nachher noch zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr dabei euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch in der Zeit ein klein wenig Freude und auch Hoffnung mit meinen Songs mit nach Hause geben. Zusammen schaffen wir das. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir bleiben zu Hause. Jetzt. Geh mal. Ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schießt los. Ich bin jetzt für euch da. Ich kann hierzu sagen, liebe Leute, ich habe heute mein Album Hautnah ist ja ab sofort, also schon länger, überall vorbestellbar. Und wir haben heute das offizielle Albumcover präsentiert. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir haben auch zu der Fanbox natürlich eine kleine Aktion. Und zwar rufe ich jeden von euch höchstpersönlich an. Das ist wirklich kein Spaß und das meine ich wirklich so, der meine Fanbox vorbestellt. Gerade in der aktuellen Lage, wo ich als Künstler momentan keine Auftritte habe, bin ich dankbar um jede Unterstützung und jede Vorbestellung. Also wenn ihr das Ding vorbestellt, rufe ich euch an, alles was ihr machen müsst, das ist ganz einfach. Bestellt das vor, schickt mir die personalisierte Kaufquittung an meine E-Mail-Adresse plus eure Telefonnummer. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch auf meiner Facebook-Seite vincent@vincentgroß.ch. Da findet ihr das. Chrissy Freistadt schreibt, hat die Kette irgendeine Bedeutung für dich? Bei dieser Kette, das ist effektiv so, dass ein Kumpel, der die selber herstellt, der hat mir die eigentlich geschenkt und das ist irgendwie ein Glücksbringer von mir geworden. Ich habe mehrere davon und ich habe die ganz oft bei Auftritten an und die geben mir so ein bisschen Glück. Und dann fragt der Leon Kaiser, wie oft gehst du zum Friseur? Jetzt ist die Frage in der Corona-Zeit oder davor. Normalerweise ist es eigentlich, ich sag mal, alle 6 Wochen, aber momentan, bald muss ich wahrscheinlich auch auf den Heimschnitt zum. Bianca Schubert fragt, wie geht es der kleinen süßen Fellnase? Der Britney, der geht es fantastisch, die hüpft Tag für Tag rum, denn jetzt ist mehr Zeit zum Rausgehen. Von dem her, der geht's fantastisch. Das ist die einzige Profiteurin vom ganzen Corona-Virus. Das kann man so sagen. Die ist echt fitter denn je. Nico Sobich
Ist das Cover ein April-Scherz? Nee. Also wir haben uns da wirklich sehr viel Mühe gegeben und ich hoffe, dass euch das gefällt. Hier haben wir auch noch übrigens die kleine süße Fellnase, die Britney drauf. Sie ist ein Teil von mir, genauso heißt auch ein Song auf dem Album. Und deswegen gehört sie auch auf mein Albumcover. Nächste Frage. Ich hoffe, du kommst mit deiner neuen CD zur HR4 und machst ein Interview dort. Das hoffe ich natürlich auch. Ich hoffe, dass bis zu der Veröffentlichung, aber wir haben natürlich alles wieder offen ist. So und genau. Dann fragt der Linus Petrausch, wann kommt die Tracklist zu deinem neuen Album Hautnah bei Azon? Sehr bald. Sehr bald. Es ist nämlich effektiv so, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Dadurch, dass ich jetzt ein wenig mehr Zeit habe, zwangsläufig oder ja auch Gott sei Dank, ich finde, man soll immer die positiven Sachen drin sehen in den Dingen, hatte ich jetzt mehr Zeit und ich habe extra für euch noch an einem Song gearbeitet und es kommt noch ein Song zusätzlich dazu, deswegen hat sich alles ein wenig verzögert und genau, aber es kommt noch ein neuer Song dazu. Liebe Leute, ich ganz, ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und falls ihr mich wieder live sehen wollt, ich bin jeden Sonntag 18 Uhr auf meiner Instagram- und auch Facebook-Live-Seite dort und gebe meine Corona-Livestream-Tour. Nächste Woche, diesen Sonntag 18 Uhr, geht es in meinem Bett weiter. Also wenn das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Das kann ich euch sagen. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass euch der Stream gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, teilt den Beitrag, vielleicht den Livestream. Ich danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich ganz bald. Ich bin hautnah bei euch und wie gesagt, wenn ihr die Fanbox vorbestellt, dann sprechen wir uns sehr, sehr bald am Telefon. Ich freue mich und ich werde auch jetzt noch ein paar Fancalls machen. Ich hatte so tolle Gespräche bisher. Also danke fürs Einschalten. Bis bald, meine Lieben. Macht's gut, bleibt zu Hause und vor allem bleibt gesund. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen.